mit Akzisen, TVA, CO2-Steuer gewinnt der Staat auf einem Liter bald tauschend vom Preis. Das heißt, der Staat bereichert sich an der aktuellen Situation und viele Leute draußen leiden. Was mich ein bisschen abruhigt hat, das stand gestern beim RTL.lu, denn Roy Grotz hat das geschrieben, und ich zitiere das lo. Viertministerin Yuriko Backes, Carol Dich, Bruder Claude Thomas für CO2-Steuer den gewünschten Lenkungseffekt. So wären Preise auf der Pumpe manner attraktiv gehen. Manner attraktiv sind Preise auf der Pumpe effektiv. Und haut noch viel manner attraktiv wie gestern. Und hier haben wir dann die Ministerin, die sich auf die Schüler klappen, die froh sind, dass die Preise auf der Pumpe manner attraktiv sind. Und dass der gewünschte Lenkungseffekt, ja, die könnt grummeln. Hier ist das Hotel kein gesund gehen. Der gewünschte Lenkungseffekt, als du erreicht, Preise sind mir heisch. An der Belsch ist den Diesel tatsächlich mehr billig wie zu Lützburg. Auf verschiedenen Tankstellen nach Frankreich ist den Diesel mehr billig wie zu Lützburg. Das hast du jamais vu. Und da könnt man am Lena Tain, Lofi Drun, wie die Bataille gefangen hat. Als ich sehe am Fong, wir machen nur nichts. Wir diskutieren mal, wir gucken mal, wir machen ein Tripartit. Ja, Tripartit ist gut, absolut. Aber wenn dann, wie lange dauert das dann alles? Aber für mich klingt das so ein bisschen wie der deutsche Sprichwort, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Für und Ostern, für und Ostern. Ja, wie vom Sozialdialog. Ja, vorrecht steht weg. Ich stelle heute fest, dass die Regierung die Urgenz nicht erkannt wird. An der Stelle fest, was ihr euch angekündigt habt, Madame Lehnert, dass es nicht ernst ist, dass wir in der aktuellen Situation für viele Leute eine Bankrotterklärung von der Regierung haben. Es ist nur Zeit für zu handeln und nicht in 6 Wochen. Erstens eine ersatzlose Aufschärfung von der desaströsen CO2-Steuer. Direkt. Zweitens eine Aufsätze von der TVA beim Brennnesselmol zu 14% auf 3%. Eine Unerkennung von den Energieprodukten als Grundbedürfnis und eine entsprechende Steuerreform. Eine automatische Anpassung von der Steuertabelle und Inflation. Und eine objektiv und wertneutrale Zusammensetzung vom Warenkorb beim Index durch die Energiepreise muss adäquat berücksichtigen und das auch in Zukunft. Ich wollte nicht auf alles angehen, was der Logo gesagt hat. Das ist eben just, wir hatten uns das hier ein bisschen rausgedrückt, weil wir gedacht haben, das ist auch mir einfach, wenn ich denke, bildlich gesagt. Das ist auch rot. Das ist das, wo ich kenne, so, und das ist der Putin, den da ja geht. Das heute, wo sind Sie? Herr Kartäuser. Wo kann er kommen? Sie könnten noch. Ich bin gespannt. Das dort, ja. Das ist CO2-Steuer, das ist 0,06 Cent. Das ist eher ein geringer Steuer. Würde ich mir wirklich heute erzählen, das ist ein froh, dass es gering als Verteuer geht, also könnt ihr jetzt wirklich ruhige Gewissens dahinstellen und heute versuchen, der Welt klar zu machen, dass es gering als, was den aktuellen Preis an die Luft treibt. Also ich meine, du kriegst mal, also, könnt ihr da ruhige Gewissens dahinkommen, also, und dir verlockt kein kurzfristig Maßnahmen, natürlich, der bin immer gesagt, und dir verlockt kein kurzfristig Maßnahmen an Kraft gehen, aber wir müssen um die Welt gucken. Das sieht wenigstens, du wirst schon ehrlich, also das, was dir wirklich gesagt hat. Was CO2-Steuer ist ein Deal von dem Ganzen. Und die ganze Politik, die gemerkt hat, ist ein Teil von dem Ganzen. Und die ist gebretzt mit den hohen Preisen, wo der gesagt hat, die wäre manner attraktiv. Kommt ihr merken. Wo man das wirklich gesagt hat, gestern. Ihr könnt aber nicht hier auch Kontext die ganze Zeit Sachen erzählen, die nicht stimmen. Ihr könnt ihr nicht hier hinstellen. Herr Kolb, ihr könnt ihr nicht hier hinstellen. Das sind Fakten. Herr Kolb, das sind Fakten, so ist es. An anderen Ländern kostet Diesel 1,50 Euro, 1,60 Euro. Aber für was bringen wir das dann nicht fertig? Da kann man jetzt die Steuern rauf. Ich führe mich gegen das so, dass die Gring sich hinstellen an so einer Krise, als ich die verfreien an der Situation, die wir heute sehen. Nee. Das kann nicht sein. Wir müssen gut frohen und da kriegt aber gut wurde noch nicht gefroht. Merci, Herr Präsident. Selbstverständlich, richtig. Was das wurde gefroht? Da kriegt ihr ihn doch, und da muss ich dann für dich, aber die Wut für dich nicht kriegen. Die hat Wut geholt, aber das kann ich nicht nur. Merci, Herr Präsident. Ich entschuldige mich dafür, dass ich mit Wut nicht nachher gefreut habe. Ich wollte mich schließt wirklich gegen die Aussage oder die Durchstellung wären, dass die Gring sich gefrieren.
über die Situation, in der wir hier sind. Ja, das war keine Frage. Ich reagiere, auf die Aussage. Und ich meine, dass die Wahl abziehen, Herr Kochtauber. Also ich verstehe, dass er nervös ist. Mit das, was Roy Grotz gestern auf RTL.lu geschrieben hat. Da muss er mit dem schwätzen. So nicht aber merci und ich hoffe, dass der Recht ändert. Merci. Merci, Herr Kolb.